Mein Name ist Horst Gärtner. Ich bin der Ex-Bürgermeister der Einheitsgemeinde Straufein und habe das Museum mit aufgebaut und fühle mich jetzt, nachdem ich pensioniert bin, natürlich verpflichtet, dem Museum auch Stütze zu geben. Und wir haben einen Förderverein gegründet und dessen Vorsitzender bin ich. Das früher ausgeschaut, 1952 bis 1960. Das war der Grenzausbau etwa 61 bis 75. Mit Sicherheit kein weiteres Grenzmuseum, denn ich denke, Grenzmuseen in dem Sinn haben wir genügend, genauso wie wir Heimatstuben etc. genügend haben. Und wir wollten ja auch Fördermittel bekommen und da mussten wir uns eine Nische suchen. Und wir haben uns eine Nische, weil wir hier in der Initiative Rodachtal, das Rodachtal verkörpern, haben uns eine Nische gesucht, das Leben in den letzten 100 Jahren im Rodachtal. Also, das ist ja der Signalsaal. Ja, und Schatten. Also die Initiative Rodachtal, das sind 9 politische Gemeinden. Mittlerweile ist die Nummer 10 im Gespräch und es geht um 12 und 13, so viel wie ich weiß. Ich bin ja auch nach meinem Ausscheiden als Botschafter der Initiative Rodachtal tätig und bewege mich auf den Terrain natürlich weiter. Und wir haben mit den 9 Gebietskörperschaften, das geht bis Ahorn und Itzgrund runter auf der bayerischen Seite, das sind natürlich dann Bad Rodach, Seslach, Weitramsdorf mit inbegriffen, das waren die 5. Und auf der Thüringer Seite ist die Gemeinde Straufein, Bad Kolberg-Heldburg, Ummerstadt und Westhausen die Mitgliedsgemeinden. Als wir hier bei so einer Museumsnacht waren, da waren wir dann ja auch wandern und da haben wir dieses Teil da gefunden, da also eins davon. Aha, dann toll. Haben die Jungs von uns gefunden und jetzt ist es hier im Museum. Ja, wir sehen hier im Museum, beginnend von der Erläuterung, was ist überhaupt die Initiative Rodachtal, haben wir dann natürlich noch weitere Entwicklungen, wie gesagt, die letzten 100 Jahre. Man hat ja vorm Krieg, da wurde über die Grenzen, die sogenannten Grenzen, geheiratet, geliebt, gehasst, geschieden. Es wurden gestritten und sich wieder vertragen, wie ganz normal, und dann kam die Grenze. Und dann haben sich natürlich auch durch die ideologischen Verschiebungen, haben sich dann letztendlich die Ausrichtungen in bestimmte Ideologien, einmal auf der Seite in der Bundesrepublik und einmal hier in der ehemaligen DDR, natürlich anders entwickelt. Und dann kam die deutsche Einheit. Und die deutsche Einheit, nachdem wir so viele Jahre getrennt waren, hat die deutsche Einheit uns gezeigt, dass wir so weit gar nicht voneinander entfernt sind. Und wir haben uns dann ganz schnell hier wieder zusammengefunden, zum Beispiel hier an der Nahtstelle der ehemaligen 2 Systemen. Und durch die Initiative Rodachtal, denke ich, haben wir das noch ein bisschen mehr beflügelt. Und dieses Leben, diese Geschichte, diese Entwicklung im Beruf, im Bereich der Landwirtschaft, der Industrialisierung dieses landwirtschaftlich geprägten Gebietes, hüben wie drüben, das haben wir hier drin dokumentiert. Wo sie den Schützengräben gelegen haben, ist dort dokumentiert bis zum Ende des Krieges. Also vom Eintritt, wo derjenige Soldat eingezogen wurde, bis zum Ende seines Einsatzes. Ja. Und was liegt natürlich näher im Jahr 2014 an die schrecklichen Ereignisse und den Beginn der beiden letzten Weltkriege zu erinnern, nämlich 100 Jahre Erster Weltkrieg und 75 Jahre Zweiter Weltkrieg. Und dazu haben wir eine Sonderausstellung aufgebaut. Diese Sonderausstellung, muss ich dazu sagen, war ein schwieriges Unterfangen, hätten wir uns nicht so vorgestellt, weil man muss auch eins wissen, die einen geben Utensilien und Fundus, den sie daheim auf dem Dachboden liegen hatten, sehr freimütig her, auch mit der Absicht zu mahnen, dass sowas nicht wieder passiert, was auch unserer Absicht sehr nahe liegt. Aber andere, da glänzen auch die Augen, wenn sie ein Ritterkreuz auf den Tisch legen wollen, und aber mit einer ganz anderen Philosophie dahinter. Das war natürlich nicht unser Wille und auch das haben wir hier nicht zur Ausstellung gebracht. Einen wesentlichen Anteil macht die Feldpost aus. Ich bin fasziniert gewesen, als ich Briefe, die schon teilweise 100 Jahre alt sind,
in Süderlin-Schrift natürlich geschrieben, für uns schwierig waren, alles zu übersetzen, aber in welcher gepflegten Handschrift und mit welchen wohl formulierten Ausdrucksweise unter schwierigen Bedingungen im Schützengraben geschrieben worden, oft mal mit Bleistift. Ich war fasziniert. Willi von Streufdorf, der, und er wollte zur See gehen und ist auf die Bismarck gekommen. Und die Bismarck, die wurde ja dann in einer Seeschlacht durch die Gegner versenkt. Zu einem muss man mal sagen, wir haben das Privileg, hier zu wohnen, wo andere Urlaub machen. Und da sind wir natürlich bemüht, das auch zu perfektionieren. Und wenn ich mir einfach mal einen ersten Schritt, den wir gemeinsam begangen haben, anschaue, das ist das Wanderwegesystem und unser Rundwanderweg, der derzeitig 101,6 Kilometer umfasst. Wir haben dann hier einen gemeinsamen Klimagipfel, den wir regelmäßig durchführen. Wir arbeiten daran, dass man die Ortskerne nicht entvölkert, sondern lieber auf die Ränder, auf die Ortsränder mit Neubaugebieten verzichtet, denn immer mehr neues Bauland wird erschlossen und innerorts sterben die Gemeinden aus. Die Kernbebauung wird immer weniger, dem haben wir den Kampf angesagt und da sind wir auch, denke ich, schon sehr weit vorangekommen und es wird auch allgemein in der Politik besonders hervorgehoben und gelobt, was wir hier tun. Hast du wenigstens auch was lernen können? Ja, auch sicher für die Schule, so kommt ja sicher auch immer alles dran. Mhm. Ja.